Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunther Krüger. Das ist der Kanal Jivaka World. Und heute geht es um Staatskunde. Es geht um die Unabhängigkeit der Person und über die Verfassung deines Reiches. Hierüber solltest du Bescheid wissen, hierüber solltest du dir im Klaren sein. Denn solange du dir nicht über deine Unabhängigkeit bewusst bist und sie nicht für dich beanspruchst, wirst du von fremden Mächten abhängig sein. Was deine Verfassung betrifft, sowohl die Verfassung deiner Person als auch die Verfassung deines Landes, so liegt das auch in deinen Händen, das zu beanspruchen, was du sehen möchtest und erleben möchtest. Und ich werde dir jetzt ein konkretes Beispiel einer Unabhängigkeitserklärung geben und einer Verfassung, die du für dein eigenes Leben nutzen kannst, indem du Gleiches für dich beanspruchst. Kannst du tun, ist mein Angebot, was ich jetzt mit dir teilen werde. Das ist, was ich selbst nutze, was ich selbst beanspruche. Und du kannst das gerne an all jene Menschen weiterleiten, von denen du weißt, dass sie die Verantwortung für ihr Leben in die eigenen Hände nehmen wollen. Okay, lange Rede, fange ich an. Meine persönliche Unabhängigkeitserklärung und willentliche Verfassung meines Reiches. Ich bin die allmächtige und schützende Gegenwart, die in diesem Körper wohnt, ihn belebt und durch ihn in der Welt zum Ausdruck kommt. Ich beanspruche die volle und alleinige Herrschaft über diesen Körper und diesen Geist. Ich erkläre jeglichen Anspruch und jegliche Beschränkung, die meiner Person jemals von Seiten anderer auferlegt wurde, für ungültig. Das einzige Gesetz, dem meine Person zu folgen hat, ist das innere Gesetz meines Schöpfers oder ihres Schöpfers, nämlich meiner Person. Aus der Macht, die ich bin, weise ich alle Angriffe, die zu mir vordringen wollen, ab und sende sie zurück an ihre Absender. Ich bin die einzige Macht, die darüber bestimmt, was in meinem Leben vor sich geht. Und dieses steht in eigener Kraft. Ich bin die Verwirklichung und Verkörperung all dessen, was ich willentlich verfüge. Ich bin in der vollen Macht meines Wesens. Ich verfüge die sofortige Auflösung aller schädlichen Verbindungen und die sofortige Löschung aller Verträge, die zu meinem Nachteil und zum Nachteil anderer verfügt wurden. Ich bin nur einer Macht verpflichtet, nämlich derjenigen, die die Quelle meines Lebens
und meine essentielle Versorgung ist. Ich bin eins mit der Macht, der keine Grenzen gesetzt sind. Hierüber bin ich mir bewusst. Ich bin an jedem Ort zu Hause. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin bei voller Kraft, Freude und Gesundheit. Wo immer ich bin, begegne ich wunderbaren und hilfreichen Menschen. Kraft meines allmächtigen Wesens verfüge ich Schutz für meine Person und für alle, die in meinem Bewusstsein enthalten sind. Ich sehe in meiner Person, in anderen Personen und der Welt nichts anderes als die Erfüllung und die Verkörperung meiner Wünsche. Meine Freiheit besteht darin, dass ich wünschen und beanspruchen kann, was immer ich will. Kraft meines zeitlosen und allmächtigen Wesens, das ich bin, verfüge ich alleine die Verfassung meines Reiches und weise alle Fremdbestimmung von Seiten anderer ein für allemal von mir ab. Gunther Krüger. So, das war und ist meine persönliche Unabhängigkeitserklärung und die willentliche Verfassung meines Reiches. Es wird bei dir liegen, dir die Unabhängigkeit zu nehmen und zu verfügen, die Verfassung zu verfügen, deines Körpers, deines Reiches. Und das war eine Anregung, über die du nachdenken kannst, die du für dich nutzen kannst und die du an andere weitergeben kannst, wenn das sinnvoll in deiner Wahrnehmung erscheint und wenn du andere kennst, die an solchen Errungenschaften interessiert sind. Ich freue mich darauf, euch zu sehen, von euch zu hören, von euch zu lesen. Und falls du nähere Erklärungen dazu haben möchtest, wie du deine persönliche Verfassung anlegst, wie du sie verfügst, wie du mit diesem Konzept arbeitest, dann kannst du das nachlesen in diesem Buch, das Buch der Macht. Absolute Freiheit und Selbstbestimmung im Jahre Null nach der Zeitenwende. Alle Informationen findest du unterhalb dieses Filmchens hier. Bis dann, alles Gute. Tschüss.